Thema dieses Films ist die Tonhöhe in der Notenschrift. Die Notenschrift, wie wir sie heute kennen, entwickelte sich erst ab dem 17. Jahrhundert. Davor wurden Lieder und andere Musikstücke zumeist nur durch Vorsingen und Vorspielen überliefert. Sie hatten sich nach mehreren Generationen oft weit vom Original entfernt. In der heutigen Notenschrift hingegen können zum Beispiel Tempo, Lautstärke und Taktart eines Stücks genau festgehalten werden. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von 3 bis 10 Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne.